Hallo und willkommen zu dem ersten Eindruck von WWE 2K18. Ich bin noch nicht reingegangen, es ist alles neu für mich. Ich habe nur das Spiel installiert und bin gar nicht reingegangen, gar nichts. Und ja, jetzt muss ich erstmal die Scheiße hier bestätigen, ja, dabei war. Nee, alle ansehen werde ich sicher nicht. Ja, ist in Ordnung. Also ja, dann sehe ich ja dann. Ja, ist in Ordnung. Stimmst du die Bedingungen zu? Natürlich stimme ich sie zu, dass ich auch zocken kann, ihr Idioten. Oh mein Gott, ich bin richtig gehypt. Oh mein Gott, okay. Be like no one. Willkommen zu WWE 2K18. Dieses Jahr stellen wir meinen Spieler Road to Glory und eine komplett neue meine Karriere vor. Yep. Mein Spieler, erstelle und manage deinen eigenen Superstar, den du in Road to Glory und meine Karriere einsetzen kannst. Hell yeah. Road to Glory ist eine völlig neue Online-Erfahrung, in der meine Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander antreten, als auch WWE Superstar den kommenden Pay-Per-View-Events herausfordern. Um deinen meinen Spieler weiterzuentwickeln, brauchst du VC angezeigt als, ja, weiß ich. Also VC in Exception, weiß ich, mein Spieler, WWE Universum und WWE Online verdienen. Es gibt auch Erwerbbare mit VC, wo du mit Objekten freischalten kannst. Lege los und schalte verschiedene Objekte frei, die du in Exception oder in Inhalten erstellen verwenden kannst. Ist ja komplett gleich wie 2K17, also von daher. Als Dankeschön fürs Spielen haben wir dir ein Startpaket von 30.000 VC geschenkt, in dem du deine Favoriten oder deine Superstars Arena Championships freischalten kannst. Auf Deutsch gesagt ist es komplett gleich wie 17, also theoretisch. Außer halt das mit der Road to Glory und so, da bin ich mal gespannt, wie das wirklich wird. Und oha. Aha. Okay. Das sieht schon mal nice aus. So quer? Okay, nice. Okay. So. Weil ich mir jetzt gerade frage, ob ihr die Musik überhaupt hört. Ich habe keine Ahnung, ob man die Musik überhaupt hört. Das heißt, ich werde aber zuerst mal sowieso jetzt hier erstmal reingehen ein bisschen. So, Gameplay. Angriff an Anstellen. Bei Einzelmatches kann es passieren, dass ein KI. Ja, das ist nichts Neues. Plötzlich auftaucht und dich während deines Einzugs während des Matches oder während der Siegesfeier angreift, weiß ich. Im Match, mit denen illegale Aktionen erlaubt sind, könnte ein aggressiver Superstar sogar mit einem Schläger auftauchen, weiß ich. Du kannst diese Bedrohung entgehen, indem du vorher deaktivierst. Was würdest du tun? Ja, komplett gleich, okay. Schwierigkeit Last, weil mal gibt's wieder, okay, wie immer, normal und legendär, gut. Legendär werde ich noch, jetzt noch nie machen, ich muss erstmal hier das neue Griffsystem, muss ich auch mal erst hier checken, wie das geht, weil es ist ja, weiß ich nicht, eine neue Engine, die Grafik-Engine ist neu. Hier, man kann ja jetzt hier diese Griffdinger machen, irgendwie, keine Ahnung. Und bin mal gespannt, wie das alles sein wird. Okay, Gewichtserkennung. Was ist der Unterschied? Simulation? Gewichtserkennung. Arcade. Ich sag mal, Standard-Simulation war das Standard. Wrestle Limit. Ach, das Thema wieder. Das Thema wieder. Ah, wenn ich halt jetzt wüsste. Also, ich weiß schon, will ich die WrestleMania einhaben? Ich weiß es nicht. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich bin komplett überfordert mit dem Scheiß. Wir werden jetzt zuerst mal die Musik leiser machen. Mucke in den Menüs mache ich jetzt mal aus. Ich lasse jetzt nur mal für den Part aus und dann schaue ich, ob man überhaupt die Musik hört. Weil wenn man die Musik nicht hört, kann es egal sein, weil ich höre es sowieso nicht, dann höre ich trotzdem die Musik. Und weil beim 17er weiß ich, hat man die Musik nicht im Video gehört. Also. Ich könnte eigentlich jetzt auch schon Pause machen, aber ich will die 15 Minuten voll haben. Egal. Ich lasse jetzt erstmal so. So, Effekte, Stimmen, Zwischensequenzen, das ist ja alles in Ordnung. Einzugsmusik, jo, ist auch voll, passt. Gut. Gut, wo war ich jetzt? Der Gameplay. Hier, so. Ist voll ungewohnt, ist ohne Musik, hör mir auf. So, ich weiß nicht, ich. Lass sie mal aus. Ja, ich lasse sie mal aus. Weil es ist. Theoretisch ist es schwerer, wenn man die Wrestle Bits aus hat. Weil dann könnte man sie ja ohne Ende. Ich lasse sie mal aus in dem Moment. Vielleicht, hier weiß ich nicht. So, Aufgabe-Minispiel. Da war ja auch irgendwas, dass sie das irgendwie verändert haben. Irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber ich lasse es mal so, wie ich es beim 17 hatte. Fällt sogar ein, logisch. Road Break, logisch. Eingriffe beim Einzug. Ja. Blut ein. Was war die Scheiße sonst? Untertitel ein. Okay, passt. So. Die wichtigsten Vorkehrungen habe ich schon mal geschlossen, sagen wir mal so. So, Match, was Superstar hat, also ja, Erschöpfung ein, logisch, Steuerung, Video, Reversal, Anzeige. Genau, das ist ja jetzt hier, Reversal, Anzeige ist ja, ich weiß nicht genau, was das jetzt nochmal ist. Unten die Reversal Limits, oder so? Aber Reversal Limits wäre ja ausgeschaltet, kann es mir egal sein. Egal, Hilfe Reversal ein, jo, Regieschnitte, bin ich nicht so der Fan dafür, wenn man draußen herumfightert. Dass die Kamera dann so beschissen ist, obwohl, wenn man es aus hat, dann ist sie so, dass ich nichts sehe.
Aber ich hatte sie beim 17er aus. Ich mache das einfach aus. Kamerawackler. Kamerawackler war das im. Aber auch das war nicht. Das ist neu. Das lasse ich ein. Regie in der Ringseite. Ah ne, Quatsch. Ach so, das sind die auch neu. Regie in der Ringseite ist das, was ich vorhin gemeint habe mit hier. Dann sieht man den Superstar nicht richtig, wenn man draußen fightet. Aha. Regie ist so. Ja, das lassen wir schon ein. Wenn sie im Ring sind. Also hier verschiedene Perspektiven. Ja, das lassen wir ein. Regie in der Ringseite, das machen wir aus. Jo, Replay, jo. Replay nach dem Match, yo. Hat für Eingreifen, Kämpfen. Hier, wenn man Match, wenn man hier während dem Match mit irgendeinem Typen wenn, unterstützt als Manager. Ja, das lassen wir ein. Ringrichter Count anzeigt. Lass mal ein. Bilder. Was für Bilder? Keine Ahnung. Lass mal ein, ja. Vibration, ja, ein. Warum ist hier ein Sternchen? Muss ich das irgendwas machen? Ja, kann. Ja, passt ein. Gut. Hätten wir auch. So, Spielbalance. Das ist immer so. Das war ja komplett immer normal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe bei irgendeinem Game mal die Finisher komplett draufgebaut, dass die verdammt viel Schaden haben, die Special Moves und die Objekte. Ich weiß nicht. Kettenwrestling Racing dauert jetzt verdammt lange. Oha, okay. Okay, ja, warte. Dann machen wir mal die Objektangriff. Ach, weißt du, warte, wir machen beides voll. Soll der Geiz. Ausfallzeit ringe ich. Ne, das ist standardmäßig, das passt schon. Eingriffe nach Match, das ist alles Standard, ja, das passt. Wie komme ich da? So, Standard Wrestle, ja, das Squash-Match. Wenn ich halt wissen, was ein Squash-Match ist. Finisher Wrestle, ja, das passt alles, das passt alles, das passt alles. Ich will mich jetzt auch nicht so viel mit dem beschäftigen. Ich will jetzt aber mal ein Match machen, wie der Ziel ist. Wieder das Neues. Ziel, Spiel an. Das ist automatisch. Wenn ich hier, ich will jemand, ich will sagen, wen ich gerade angucke und nicht hier, dass das Spiel das sagt, du guckst es den an. Ja, auf jeden Fall. So, Anzeige, mach mal. Nur Spieler, ja, genau. Ja. Obwohl, ja, doch. So, Tag-Partner an. Ach so, ach so, ich weiß gar nicht, wie das. Ich muss das auch ein bisschen gleich vergleichen, dann wie ich beim 17er das hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, mach mal, lass mal aus. Ist ja egal, ich kann es jederzeit umändern. Audio Lautsprecher, das haben wir schon. Jukebox, das schaue ich dann hier offline ein bisschen. Löschfunktion ist klar, Bitwende ist klar, alles klar. So. Gut. Was haben wir denn hier? Exception, mein Spieler, Universum ist klar, Inhalte. Hä? Mein. Ach so, ist hier mein Spieler dann hier das Road to Glory oder was? Weil ihn hat der Stelle I don't know, ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Ist ja egal, guck mal, was gibt's hier? Werfer mit VC, genau. Okay, wen haben wir da? Oh, Albert, also hier, wie hieß er? Tenzin? Ich glaube Tenzin. Okay. Die haben wir, ja, das sind die Standardtypen, wer ist die? Ivory, die kenne ich nicht, okay. Also jeden, das ist ja alles WWF-Zeit, das ist typisch. Also die ist klar, die ich kenne. Micro PS, hey ist. Sagt mir gar nicht. Oh, der Typ ist auch dabei, geil. Papa Shango, nice. The Rock, wollen wir kaufen, okay, ja. Also logisch, ich werde natürlich alles hier freischalten, ganz klar, weil ich war ja auch im 17er so, habe ich alles freigeschaltet. Ist ja ganz klar. Das ist ja Standardaufgabe bei mir. So. Die Großveranstaltungen sind auch alle gleich geblieben, ja, das ist nichts Neues. Take Teams. Gibt auch nichts Neues sozusagen. Ich hoffe, die Tattoos sind neu. Weh, wenn die Tattoos nicht neu sind, aber das wäre wirklich ein Witz letztes Jahr. Okay. Gut, PlayStation Store, da kann ich, denke ich mir schon, hier DLC-mäßig, hier mit neuen Moves und was weiß ich was, alles. Okay, gut. Also machen wir mal Exception. Was haben wir denn hier? Ein 1 gegen 1, 2 gegen 2, Triple Threat, Fatal 4-Way, 6-Man, 8-Man, das ist neu, genau. Turnier, Handicap, was haben wir Handicap jetzt hier? Ach, erstellt, ja genau, man kann jetzt ein Matches auch erstellen. Halleluja. 1 gegen 1, 1 gegen 2, 1 gegen 2, Tornado Attack gibt's auch wieder, schön. 1 gegen 3 gibt's. Okay. Mixer Tape gibt's aber keins, oder? Oder? Extreme Table, TLC. Ne, passt gut. Ich bin sowieso kein Fan von Mixer Tape gewesen. Alles klar. Jo, Super Threat, Extreme, So, 8-Man. 8-Man Tag Team, 8-Man Ladder, 8-Man Battle Royale. Oh ja, das klingt nice. Ja, aber sonst ist es ja eigentlich alles stinknormal geblieben. Ist eigentlich, finde ich auch gut, weil was sollen sie dann dazu so machen? Ja, so ein Buried Alive Match wäre nicht schlecht gewesen einmal. Na, vielleicht kommt das nächstes Jahr. Gut. Wir werden jetzt erstmal. Ich glaube, ich mache die Musik doch ein bisschen an. Also nicht so laut, aber dass ich was höre, weil ohne Musik ist das ein bisschen scheiße. So.
Oh, die Mucke ist auch drin. Ich weiß nicht, ob sie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber von GTA San Andreas. Oha, wie geil. Oh, da kommt gleich GTA-Feeling. Oder hier GTA San Andreas-Feeling. So, jetzt machen wir mal ein stinknormales 1 gegen 1. Stinknormales 1 gegen 1 will ich jetzt einfach mal. So, wen haben wir denn hier Schönes? Oh, das ist auch neu. Gut, wir machen Titelkampf aus. Aha, ein aus. Ja. Okay. Stelle heruntergeladene Manager. Jo, alles klar. So, wen haben wir denn hier? Light Heavyweight. Aha. Das juckt der Sawyer. Oh, der Typ ist auch dabei, der was hier ein paar Wochen hier bei Sanity war und dann hier wegen Verletzung Tschüssikowski war. Der ist auch dabei. Auch nicht schlecht. Cool. So. Ich weiß nicht genau, warum die jetzt der Heavyweight und Light Heavyweight auch geschrieben haben, weil es kämpft sowieso jeder gegen jeden. Also, was soll's. Gut, wie kann man hier nochmal. Geht es normal? Ja, okay. Sehr gut. So, ist hier mein Sin Cara auch dabei, was ich hier pushen will bis zum GDM, oder? Ja, der Typ da dabei, oder? Sehr gut. Okay, passt. Gut, wir machen das erstmal mit Roman, logischerweise, mit meinem Big Dog. Roderick. Ah, der ist auch dabei. Nice. So, Big Dog. Roman Das sagt aber nicht mal Lillian Garcia. Das sagt jetzt hier diese neue. Ich weiß nicht, wie das heißt. Gut, Manage brauchen wir nicht. Ja, er hat 95. Er hat einfach mal 95. Er hat am meisten. Jetzt muss ich mal schauen. Wie viel hat Undertaker? 89! Ja, wie sonst nichts ist. Brocky Boy? Brocky Boy hat. Brocky Boy. Brock, Brock, Brock. Brock, Brock, Brock. Wie die Beschreibung in der. Brock. 93. Holy cow. Okay, gut. So. Soll ich mal. Warte mal. Hat hier Big E? Ja, nur der Scheiße im Laufe. Gut. Ich mach's einfach mal gegen irgendjemanden Schwachen. Ja, in Englisch machen wir mal. In Englisch. Damit komme ich klar. So. Also, Match-Optionen gilt hier. Erstelle das Match-Regeln. Stelle Matchregeln. In diesem Menü kannst du eigene Matchregeln erstellen. Wenn du Regeln erstellst, kannst du. Wenn du Regeln erstellst, kannst du sie für die zukünftige Benutzung benennen und speichern. Du kannst zum Beispiel beim Benutzer das Match 1 gegen 1 Match speichern, indem du erstellst das Match. Ja, das weiß ich. Diese Regeln erscheinen und wenn du sie auswählst, kannst du ein Match mit ihnen starten. Wähle erst den Matchtyp, für den du die Regeln erstellen willst, dann ändere die Regeln nach deinem Geschmack. Regeln, die im Konflikt stehen, werden ausgegraut und können nicht gewählt werden. Ja, whatever, ist es Typ. Die Erklärung war hier gerade bescheuert, aber ist klar was. Ja, logisch halt. Ja, ich will jetzt sowieso nichts herumgucken, ich will nur mal kurz schauen. Hier, ja, K.O., nix, Iron Man, nee, brauchen wir nicht. Alles gut, so. War das hier 1, 2, 3? Schritt 1, Siegbedingung. Aha, hä? Oh, aha. Ah, da, so ist es also. Zeitbegrenzung? Nee, nee, nee. Oh, da kann man aber schöne Matches draus machen. Oh, da kann man schöne Matches draus machen. Und das letzte, die Umgebung. Ah ja. Finisher ist. Was? Oh, das geht auch wieder geil! Hey, oha, das ist nice. Oh, das ist nice. Dass man beim Anfang gleich hier weiß ich nie, wie viel Finisher hat. Oh, das ist schön. Okay. Voreingestellte Gesundheit. Oh, das geht auch. Oh, oha. Erholungszeit? Okay. Käfigart. Camper nur. Speichern. Okay, so, Arena, was haben wir denn hier für Arenas? ECW, das ist frei, das ist noch nicht freigeschaltet, okay. NXT. Oh, die haben schon die neue NXT, nice. Okay, verdammt viele Takeover. Raw, die neue, das ist schön. SmackDown, die neue, SmackDown Live, das ist auch schön. Und WrestleMania 33 haben die, oh ja, Freiluft. Und Tour of Half-Life, jawohl, ja, sehr gut. Damit komme ich sehr gut klar, aber wir machen jetzt einfach mal die stinknormale Raw. Bin mal gespannt, wie die jetzt da die Raw reinhaut haben. Ringrichter.